Tag zusammen und willkommen zurück in Ruhrkirchen, unserer Kreisstadt. Wir haben ja mittlerweile mehr als 50.000 Einwohner, hauptsächlich getrieben hier durch Marxloh, unserem dicht bevölkerten Stadtteil. Wir brauchen aber nun dringend mal öffentlichen Nahverkehr und eine Zugverbindung, wenn man hier die Gleise. Das ist das, was wir jetzt dringend machen müssen, denn bisher ist unsere Stadt ja komplett auf den Autoverkehr angewiesen, also so wie man sich das vorstellt bei einer konventionellen, fossil getriebenen Stadt, dass der Hauptfokus auf dem Individualverkehr liegt. Das wollen wir jetzt langsam ändern, indem wir hier vorne auf der rechten Seite einen Bahnhof installieren. Wir werden dann hier auf der rechten Seite, hier haben wir schon so ein kleinen Bauernhof mit ein paar Gleisen. Wir werden hier den Hub einrichten für die Depots, also für die Züge. Dann brauchen wir noch was für die Busse und die Straßenbahn, auch die möchte ich einrichten. U-Bahn werden wir nicht machen, das liegt aber daran, dass unsere Stadt von der Fläche halt viel zu klein ist. Das ist jetzt ja hier das Problem mit den Zellen, die wir besiedeln können, dass wir da einfach sehr kompakt bauen, was das Geld angeht. Deswegen, also Busse, Straßenbahn und Züge. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Zügen. Wir werden das einrichten, dass wir dann hier vorne den Bahnhof machen. Bevor wir das machen, aber noch ein Punkt. Und wir müssen mal über das leidige Thema Müll sprechen. Wir haben jetzt ja hier vorne die Mülldeponie. Die haben wir nochmal erweitert, aber das will ich jetzt mal einmal zeigen. Also wir machen im Moment 1,5 Millionen, machen im Moment 12.000 die Stunde. Aber wenn man sich jetzt ein Budget mal anguckt, das ist wirklich ganz gut gemacht in City Skylines 2. Man hat ja doch einen sehr detaillierten Überblick über die einzelnen Kosten. Wir zahlen ja fast 1,2 Millionen für die Müllverwaltung. Das liegt ja daran, dass wir nur Mülldeponien haben. Man sieht es ja hier, die Mülldeponie, die hat Unterhaltskosten von 22.500 Euro pro Monat bei 100 Tonnen Verarbeitungskapazität. Das heißt also, eine Tonne kostet uns 225 Unterhaltskosten. Wenn wir auf die Verbrennungsanlage gehen, die kann ja 3.000 Tonnen verarbeiten, aber hat Unterhaltskosten von 157.500. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, also was kostet uns eigentlich eine Tonne, dann sind wir hier bei der Verbrennungsanlage bei 52,5, wenn dessen die Mülldeponie deutlich mehr kostet. Also das Vierfache. Jetzt haben wir auch mittlerweile den Stand erreicht. Wir sehen das ja oben. Wir haben Müllbearbeitungsstatus von 1400, wir müssen 1300 Tonnen pro Monat verarbeiten. Jetzt lohnt sich doch eine Verbrennungsanlage und das machen wir jetzt natürlich als erstes. Wir werden hier umbauen. Wir holen uns hier bei der Müllverwaltung die Verbrennungsanlage, schalten wir frei und werden jetzt hier ganz brutal die Deponien hier entfernen. Das müssen wir einmal pausieren. Das Gelände müssen wir auch noch glätten. Wir haben ja hier extra ein bisschen optisch gearbeitet. Und die, damit man hier so ein bisschen dieses Müllberg-Feeling bekommt, das glätten wir jetzt. Wir werden das hier als Konversionsfläche dann nutzen. Mal gucken, ob wir da nochmal Industrie setzen. Werden dann hier vielleicht auch noch mal irgendwann die Güterverkehr hier reinsetzen in unser Industriegebiet. Das müssen wir mal gucken. Es gibt ja nur einen Güterkopfbahnhof. Aber den brauchen wir auch, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir platzieren unsere Verbrennungsanlage. Das ist, da die produziert ja auch noch Strom. Man sieht das hier, Stromproduktion 0 bis 40 Megawatt, Nieder- und Hochspannung. Das hilft natürlich auch noch mal unserem Kohlekraftwerk mit den drei Kraftwerksblöcken. Wir platzieren die Müllverbrennungsanlage hier vorne. Ich will ein bisschen Platz lassen, damit wir hier noch ein bisschen was an
Dekoration platzieren können. Die kostet uns jetzt 1 Million. So, jetzt können wir nämlich auch schon direkt laufen lassen. Oben schließen wir auch direkt an. Wir brauchen ein Umspannwerk. Das setzen wir hier auf die gegenüberliegende Seite. Vielleicht machen wir das auch mal hier vorne. 2 Felder Abstand mit dem Anschluss unserer Stromleitung. Immer. Und wir ziehen hier noch eine Straße lang. Auch 2 Felder Abstand. Wir haben mal genug Platz für die Dekoration. Immer. Also das Kraftwerk ist ein Dampfkraftwerk, genau wie unsere Kohlekraftwerke hin. Das heißt, also durch die Verbrennung wird ein Dampfkreislauf angetrieben, der dann Strom produziert. Also die Turbine wird angetrieben und die Turbine treibt den Generator an, der den Strom dann erzeugt. Deswegen brauchen wir auch hier idealerweise einen Fluss für die Kühlung des Dampfkreislaufs. Was wir jetzt haben, und ich fange jetzt mal parallel an, die Dekoration, man sieht übrigens die Müllautos losfahren. Man spricht auch gerne auch mal von Müllverwertung. Das würde ich jetzt aber erstmal, also im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist das natürlich keine Verwertung, wenn man Müll verbrennt, denn der ist ja danach weg. Also eigentlich im Sinne einer Circular Economy, wie wir sie heute eigentlich denken, müsste man in die Richtung Recycling ist auch noch nicht ganz zu Ende gedacht, sondern man müsste eigentlich noch weitergehen. Das Thema zum Beispiel bei den Autobatterien, dass man das Lithium wieder gewinnt. In der Welt, in der wir hier arbeiten, ist Verwerten, also die thermische Verwertung, wie man es dann ja schön positiv nennt, ein Weg, um den Müll zu verarbeiten, und durch die Stromerzeugung hat man eine positive Verwertung. Das ist natürlich ein bisschen kurz gedacht, aber in dieser fossilen, denkenden, nicht nachhaltigen Welt leben wir hier in Ruhrkirchen und arbeiten wir tatsächlich auch noch grundsätzlich. Also die Müllverbrennung ist immer noch ein großer Punkt. Das Recycling als erster Schritt zu einer Kreislaufwirtschaft ist, naja, also da ist noch viel zu tun. Da sind wir noch nicht. Das ist einfach, das ist der Grund, das ist noch nicht wirtschaftlich. Ne? Also jetzt bleiben wir bei dem Lithium der Autobatterien. Das zu gewinnen ist einfach teurer als das neu fördern und dann das wegschmeißen von Altbatterien. Ja, also hier haben wir jetzt ein paar Birken gesetzt. Ich denke, das sollte auch erstmal passen. Wir gucken uns das mal kurz an. Also wir sind hier unten schon, wir verdienen schon viel Geld, fast 50.000 in der Stunde. Wo kommt das jetzt her? Wir brauchen einmal die Müllübersicht. Also wir verarbeiten jetzt 4.000 Tonnen, das ist viel zu viel. Wir brauchen nur 1.500. Also wir können ungefähr auf die Hälfte des aktuellen Status gehen. Gucken mal, beim Müll waren wir bei 150% auch beim Budget. Also auf die Hälfte sind wir so ungefähr bei 74%. Schauen wir mal an, was das jetzt bedeutet. Sind wir bei 2.200, haben wir sogar immer noch zu viel. Dann gehen wir da auch mal ein bisschen runter. Wir müssen jetzt ja kein Geld verschenken. Den Müll, da ist der Müll. So, 76%. Das ist besser. 1.800. Ja. Also, das können wir uns, glaube ich, gönnen. Beim Strom, der Bedarf unserer Stadt liegt bei 55 Megawatt. Also deckt sich fast mit der Einwohnerzahl, wobei das jetzt schon ein Zufall ist. Gucken wir uns auch nochmal später an. Produzieren gerade 50 Megawatt. Wir gucken gerade mal, die Stromproduktion der Verbrennungsanlage liegt bei 3 Megawatt. Was ist mit den Kraftwerken 15, 16 und 15, das liegt wahrscheinlich am Budget. Genau, 80%. Wir können hier mal auf 90 hochgehen. Also auch das, so dieses Micromanagement, das ist, ja, kann ein bisschen nerven, ist, finde ich aber eigentlich ganz spannend jetzt für unser Let's Play-Projekt hier. Also wir sind jetzt bei
57 MW, haben 55 MW Verbrauch, leichten Überschuss. Das sind jetzt ja konventionelle Kraftwerke, die produzieren einfach durchgängig. Also das ist wirklich schon ganz, ganz gut gemacht. Wir gucken nochmal hier, wir sind jetzt hier bei 17, hier bei 3 Megawatt. Das finde ich gut. Jetzt können wir uns dem Zug widmen. Das hier mit dem Bedarf an Krankenwagen, da kümmern wir uns wann anders drum. Wir brauchen eine erste Zelle, und zwar diese hier. Ich will erstmal nur diese Zelle kaufen, denn dann sparen wir auch noch mal ein bisschen Geld, auch wenn wir jetzt natürlich einen ordentlichen Überschuss haben von knapp 60.000 die Stunde. Also das hat echt was gebracht. Mülldeponien sind wirklich ineffizient. Also wir platzieren jetzt hier den Bahnhof. Man muss jetzt aber berücksichtigen, und das will ich auch noch mal einmal zeigen, das Gelände ist eine echte Herausforderung für uns, denn das Gelände fällt ja hier von den Bergen zur Ruhr, hier natürlich steil, aber dann hier flach ab. Aber wir müssen halt diesen Höhenunterschied doch ein bisschen mit berücksichtigen. Das heißt, wir müssen noch einiges an Terraforming machen. Das werden wir tun, und wir brauchen jetzt halt hier Möglichkeit, den Bahnhof zu platzieren, denn der ist ja relativ groß. Wir sehen das ja hier, das Zugdepot. Das will ich so rum platzieren. Möglichst nah an die Stadtgrenze ran, und dann müssen wir diese Verbindung der Schienen an das Maschinennetz hier machen. Also jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir hier das hinbekommen. Wir haben hier eine Straße, die ziehen wir mal im rechten Winkel. Wir müssen hier irgendwann auch rüber über diese Schienen. Da können wir jetzt mal gucken, hier mit dem Gelände. Also wenn wir hier die Brücke setzen. Also, ich ein bisschen tricksen jetzt. Also hier haben wir die Brücke. Die sollte 6 Meter drüber sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Höhe möchte ich haben. Und hier, ja, vielleicht sogar noch mal 1 Meter höher. Also haben wir gesagt, wir sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Höhe hier. Ja, wir brauchen, glaube ich, sogar eine mehrspurige Straße, damit hier alles lang passt. Das ist jetzt die Verbindung hier rüber. Also deswegen mehrspurig, weil ich dann hier noch die, also den Hub für die Straßenbahn setzen will. Wir brauchen eine kleine Straße hier entlang für den Anschluss an den Bahnhof. Den platzieren wir jetzt auch direkt. Hier kommt er hin. Und auch da müssen wir einmal mit dem Gelände ein bisschen arbeiten. Jetzt können nämlich die Züge hier einigermaßen smooth dann eingefügt werden in diese Hauptanschlussstelle. Wir platzieren jetzt hier diese Schienen. Fangen wir an hier mit dem Doppelgleis. Da haben wir jetzt die Verbindungen gemacht. Hier hinten kommt wieder der allseits bekannte
Kreisel hin. Und dann haben wir hier den Anschluss an das Schienennetz geschafft. Jetzt kaufen wir die nächsten Zellen. Und zwar diese beiden hier. Denn die Herausforderungen beim Gelände bleiben hoch. Auch das gucken wir uns schnell an. Also steigt hier an. Die Frage ist ja, wie kommen wir hier auf die andere Seite der Schienen? Dazu werden wir hier die Schulstraße fortführen. Die will ich unterirdisch fortführen. Also hier soll der Bahnhof hin. Wir werden hier die Wagnerstraße, da werden wir auch die Kurve ersetzen durch eine Kreuzung. Dann werden wir hier durchgehen. Und ich möchte hier vorne an dem Teil der Wagnerstraße hier einmal durch. Dazu müssen wir einmal unterbrechen und erstmal hier die Schienen alle abreißen, soweit wir kommen. Da brauche ich aber erst noch Hilfsknoten, damit ich hier nicht zu viel abreiße. Also hier an der Stelle müssen wir mal einmal einen Knoten setzen und auf der anderen Seite genauso. Denn ich möchte ja hier die, genau, dass ich hier dann gleich die Höhen richtig setzen kann. Also wir reißen die Schienen alle ab. Und fangen wieder an mit den Erdarbeiten. Wir wollen hier hoch, also hier durch. Das heißt, also diese Höhe, die muss, wenn wir einen Tunnel haben, brauchen wir 12 Meter Höhenschädel. Ab den 12 Metern, man sieht das ja hier mit den Höhenunterschieden. Also ab 12,50 Meter sind wir im Untergrund. Bedeutet also, wir müssen, wenn wir jetzt hier vorne erstmal unterirdisch unter den Schienen durch wollen, müssen die Schienen 12,50 Meter über diesem Anschluss hier sein. Also müssen wir zählen. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist die Höhe, die wir brauchen. Der Parkplatz muss gleich auch weg, der hier ist. Nein, dich würde ich nicht abreißen. Dich möchte ich eigentlich am liebsten erstmal verschieben, denn der ist schon wichtig. Eine Zufahrtsstraße kommt auch weg. Also, Pinsel größer, können wir es etwas größer machen. Das hier wird jetzt dann der Platz für unseren Bahnhof. Einiges an Gelände bewegen. Wir brauchen auch hier vorne viel Platz, damit wir die Gleise entsprechend verlegen können. Das glätten wir jetzt mal ein. Und ich möchte jetzt auch noch ein einigermaßen ebenes Gelände haben für die Brücke hier über den Flussarm. Das heißt also, wir müssen hier, geht es dann einmal weiter. Wir brauchen hier auch genug Platz für die Gleise aus dem Hauptbahnhof raus. Wenn wir jetzt mal hier gucken, wo wir hier landen. Also das wäre die Höhe. Wir sehen, das ist viel zu hoch. Aber diese Höhe schnappen wir uns jetzt hier mal. Sind, na, das ist gar nicht so viel. Wir werden das Terrain, also das hier auf dieser Seite genauso machen. Wollen wir vielleicht ein bisschen, also wir kommen, wir nehmen mal diese Höhe hier auf der Seite, werden hier dieser Höhe bleiben. Dann bleibt das schon mal eben ehrlich. Dieser Seite geht es entsprechend weiter. Ziehen wir noch ein bisschen ran. Dann haben wir hier nämlich eine ebene Höhe und gehen mit der Terrainsteigung von hier oben. Ganz kurz gucken, reicht das? Mit der Wagnerstraße hier durch. Nur mal ein bisschen weiter hier, damit wir hier auf jeden Fall ausreichend Fläche haben. Und dann müssen wir von hier oben nach hier unten.
Das ist jetzt schon einiges, ne? Wir sehen ja diese dunkle Linie, nehmen wir 10 Meter, 10, 20, 30, 40 Meter geht es hier runter. Aber das ist so. Jetzt müssen wir die Gleise wieder setzen. Wo haben wir sie denn? Dort das Doppelgleis. Hier möchte ich idealerweise so gerade wie möglich gehen, damit ich viel Platz habe für den Bahnhof. Das ist doch wahrscheinlich fast perfekt. Wir haben die Eisenbahnbrücke und hier geht es dann in die Tiefe. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wie steil geht es jetzt hier runter. 5% Steigung. Naja, aber damit müssen wir hier in Ruhrkirchen ein bisschen leben. Wir können weiterlaufen lassen. Den kleinen Zipfel können wir hier entfernen. Jetzt können wir endlich erstmal den Bahnhof setzen. Wo ist er? Also wir haben hier mehrere Bahnhöfe. Mittlerweile gibt es ja auch ein paar neue. Wir haben den kleinen Bahnhof. Das ist nur so ein Gleis. Wir haben hier den mittleren Bahnhof. Den normalen Hauptbahnhof. Der soll umgedreht sein. Also so rum. Dann entfernen wir jetzt halt wieder einmal die Schienen. Denn ich möchte natürlich, dass der hier durchgeführt wird oder dass das eine Gleis das Hauptgleis ist. Das sieht aber ganz gut aus. Wir unterbrechen noch mal einmal. Nehmen das Gleisstück raus. Drehen den Bahnhof. Gucken mal, dass wir den hier so passend wie möglich. Ja, rechte Maustaste gedrückt halten, kann man ihn hier frei drehen. Das sieht super aus. Prima. Wir erweitern unseren Bahnhof direkt um einige Aspekte. Also wir haben zusätzliche Plattformen. Da sehen wir jetzt hier, können wir nämlich alle Schienen zu einer Plattform machen. Das will ich direkt tun. Die U-Bahn-Erweiterung können wir nicht bauen. Den Taxistand, da brauchen wir Taxidepots. Das kaufen wir uns gleich. Und Stationsdienstleistung, kleine Läden, Restaurants, Kioske für Passagiere. Die Komfortstufe machen wir natürlich auch. Wir sehen das dann. Wir haben ein deutlich größeres Hauptgebäude. Das gönnen wir uns von Anfang an. Wir brauchen weitere Erweiterungen hier oder Entwicklungspunkte. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Straßenbahnen. Das möchte ich freischalten. Mit den Bussen bekommen wir den Taxistand. Das brauchen wir. Und wir brauchen noch was. Brauche große Straßen, gleich warum die Kreisverkehre leisten wir uns auch mal direkt. Und Tiefgarage wollen wir haben. Da gibt es ja dann nochmal so eine Tiefgarage, also unterirdisches Parken. Das wollen wir nämlich hier auch realisieren. Warum habe ich jetzt die großen Straßen genommen? Ich will hier eine sechsspurige Straße mit Trennwand. Da kann nämlich in der Mitte die Straßenbahn langkommen. Das führen wir jetzt hier lang. Da haben wir nämlich eine Busspur und Straßenbahn. Die können wir noch nicht setzen, weil wir noch keine Straßenbahn haben. Wir ziehen hier mal ein bisschen weiter. Und auch hier ziehen wir sie weiter. Was wir gleich noch machen müssen, ist hier den Anschluss. Das kommt aber gleich. Jetzt kommt einmal die Tunnelarbeiten. Also hier sollen dann die Busspuren lang. Die Busse können wir noch keine haben. Das können wir schon mal platzieren. Hier nämlich eine extra Busspur. Und was man dann sieht, ist deswegen sechsspurig. Jetzt haben wir nämlich nur eine vierspurige Straße und dann eine gesonderte Busspur. Also wir verlieren zwei Spuren von den sechsen für die Busse. Das muss man bedenken. Das brauchen wir dann auch in der späteren Folge, wenn wir hier die Straßenbahnschienen setzen. Jetzt wollen wir hier unten durch. Da brauchen wir eine
vierspurige Straße. Wir nehmen diese mit Trennstreifen, können wir ruhig nehmen. Und jetzt müssen wir hier unten durch. Heißt also, wir müssen hier geradeaus und dann 12,15 Meter in die Tiefe. Das haben wir jetzt ja vorbereitet. Wir werden das jetzt hier von oben gucken. Und vielleicht hier mal alles ausschalten, außer den rechten Winkel. Dass wir so nah wie möglich an den Bahnhof herankommen. 90 Grad Winkel ist perfekt. Wir kommen dann hier unten durch, soweit es geht. Und fangen jetzt an in einer Kurve. Deswegen machen wir wieder alle Snap-Tools, werden wir jetzt versuchen, hier die Höhe wieder zu gewinnen. Also wir gehen hier 120 Meter hoch. Das geht vielleicht auch. Und was haben wir noch? Hilfslinien einrasten. Das machen wir nur so. Also 120 Meter. Und 120 Meter nach rechts, damit wir eine gleichmäßige Kurve bekommen. Und gehen dann 6 Meter auf 6,25 Meter hoch. Da haben wir schon mal die Hälfte geschafft. 20 Meter und 90 Grad Winkel. Sehr gut. Und das gleiche machen wir nochmal. 120 und 120. Schulstraße kommt hier oben an. Wir haben hier eine langgezogene Verbindung. Die ist sicherlich nicht ideal, aber der Bahnhof ist jetzt angeschlossen. Jetzt brauchen wir eigentlich als letztes nur noch diese Verbindung hier drüben und dann haben wir es auch schon geschafft. Also das Terrain hier muss einmal hier drüben ankommen, damit wir hier unsere Straße einmal rüberziehen müssen. Jetzt können wir wieder alle Snap-Tools aktivieren. Die Verbindung wäre auch geschafft. Das war noch ein bisschen trickig mit der Brücke, weil die dann doch höher sein müsste. Das waren dann doch schon 8 Meter. Wir haben unseren Bahnhof angeschlossen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Linie etablieren, damit es hier vollständig wird. Wir machen hier einen Passagierzug halt. Aber das natürlich machen, müssen natürlich auch alle Gleise anschließen. Das soll so weit wie möglich gehen. Also, dass hier erstmal parallel laufen und erst dann uns einfädeln, damit hier möglichst viel Rangierfläche oder Strecke ist, nicht Fläche, für die Züge. Die Verbindungen werden gemacht. Das sieht auch eigentlich ganz vernünftig aus. Wir brauchen, glaube ich, hier dringend mal eine Klinik. Das geht ja gar nicht in Marxloh. Jetzt können wir aber zum Schluss dieser Folge noch eine Verbindung setzen. Und zwar haben wir hier eine Verbindung. Wir fangen hier an, fahren einmal komplett raus. Hierhin,
das die Verbindung nach Fulda. Okay, das, ich glaube, das nennen wir auch nochmal bei Gelegenheit um. Kommen wieder zurück, werden dann dieses Gleis hier, aber wir nutzen da doch einen Fernzug, ne, werden dieses Gleis hier nutzen für diese Richtung. Dann geht es hier raus nach Kamak, heißt das hier noch. Und dann geht es wieder zurück nach Urkirchen. Hier Route fertigstellen. Das ist der Hauptbahnhof Ruhr. Ja, muss er umdrehen. Urkirchen Hauptbahnhof. So viele Züge brauchen wir nicht. Das gucken wir uns mal an. Hier ist die Zugverbindung. Da reichen, denke ich, 2 Züge. Und wir können die dann auch noch einmal umbenennen. Das ist dann der... ja, ist das jetzt eigentlich ein Fernzug, ne? Wir nennen ihn mal RE1 für Regionalexpress 1. Gut, da ist er auch schon gerade angekommen. Wir werden wahrscheinlich noch kaum ein Passagier, der erste. Hurra! Der ist nun da. Sehr schön. Wir haben hier die Verbindung jetzt rein. Wir sehen, hier ist schon alles zugeparkt, weil die Marxloher dringend Parkplätze brauchen. Das Problem kennen wir ja schon. Ja, das, da können wir es machen. So, hier Chaisen, alle Durchgangszüge auch lang. Gefällt mir aber ganz gut. Auch hier die Verbindung hier rüber. Hier kommt auch der Zug gerade zurück ins Depot. Und verschwindet, den haben wir ja gerade aufgelöst. Prima. Wir sehen, wir sind bei 2,2 Millionen. Allein durch dieses Bauen jetzt hier und diesen vielen Geländearbeiten. Da machen wir dann nächste Woche auch. Nächste Folge. Dann wieder weiter. Gucken nochmal hier kurz auf die Müllverbrennungsanlage, die hier den Strom produziert. Das läuft sehr gut. Da haben wir auch keine Probleme. Wir haben den ersten Zuganschluss. Werden jetzt hier vorne dann in der nächsten Folge das Bus- und das Straßenbahndepot noch setzen. Und dann werden wir hier dieses Gelände auch entwickeln. Also das soll schon ein schöner Platz sein, so wie man das, also wie so die Storyline, dass wir hier den Vorplatz schon machen, wie man das so, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann die Ruhrgebietsstädte alle völlig zerstört waren und man den Neuaufbau in den 50er und teilweise noch 60er Jahren gemacht hat, dass man dann solche Plätze schon sehr opulent gestaltet hat. Also war ja so, dass die Bahnhöfe vorher da waren. Die sind ja schon in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert entstanden als zentrales Verkehrsmittel. Aber nach dem Krieg war das der Fokus auf dem Verkehrsmittel, das Auto. Das hat sich halt vor allem in den 60er Jahren entwickelt. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen, trotz der politischen Diskussion, dass ja dann auch in den Innenstädten noch Autos waren. Also die Innenstädte waren alle autozentriert. Und das wollen wir jetzt auch erstmal machen. Aber nicht mehr diese Folge. Wir sehen unseren Bahnhof, wir sehen Ruhrkirchen, wir sehen die Müllverbrennung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge. Wir sehen hier hinten noch einen kleinen Tornado entstehen. Der muss uns aber nicht weiter stören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser ersten Folge zum öffentlichen Nahverkehr und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.